Hallo Leute, herzlich willkommen zur Let's Play OFM Esel Grizzly zur 50. Folge. Ja, Wahnsinn. Ja, etwas verspätet diese Woche, aber doch erscheint heute ausnahmsweise mal am Freitag ein Let's Play. Ja, irgendwie nehme ich diese Sendung auch mit etwas Wehmut auf, denn nach dem Europa League aus mit einem 0:10 Gesamtscore von Rapid Wien blutet mir doch mein grün-weißes Herz. Aber was soll's, Rapid hat eine tolle Gruppenphase gespielt, hat auch noch in der Champions League Qualifikation Ajax Amsterdam ausgeschalten. Aber trotzdem, was soll's. Jetzt konzentrieren wir uns wieder auf dem SK Grizzly. Was hat sie getan? Gehen wir mal zum täglichen Brot und zwar zur Liga. Hier belege ich den 7. Platz. Und zwar ist es so, dass ich jetzt mich mittlerweile gefestigt habe. Am 7. Platz, ja, doch mit einem ziemlich, sag mal, ernüchterten Saisonverlauf bis jetzt. Was gefällt mir noch an dieser Liga, an der Landesklasse 38, dass da Mr. Kogler eigentlich immer jeden Tag seinen Kommentar zu seinen Spielen dazu schreibt, auch eine sehr nette Idee, sich OFM zu vertreiben. Heute hat er zum Beispiel geschrieben, gestern am 14. Spieltag, der Sieg war ein Wunsch und das Team hat den Präsidenten Kogler diesen erfüllt. Bravo Jungs! Ja, echt, echt gut. Sonst mein Saisonverlauf, wenn wir es hier ausdrücken, ja, er zeigt, nachdem ich am Anfang logischerweise leichten Gegner gehabt habe, immer mehr und mehr bergab. Aber wie gesagt, es werden wiederum bessere Spiele folgen. Dann habe ich auch noch zu meinen Stadien den Einnahmeschnitt jetzt mit letzter Saison mit 230.000 Euro, sag ich mal, egalisiert. Auch letzte Saison hatte ich einen Einnahmeschnitt von 230.000 Euro, was ja mittlerweile schon besser geworden ist, denn wenn ich auf mein Stadion gehe, auch mit der Anpassung der Stadionpreise, kann ich auch hier sehen, dass ich jetzt da hier gegen die starken Gegner auch schon 30.000 gehabt habe und heute 24.000. Vielleicht nicht ganz optimal die Ost- und die Südtribüne eingestellt, aber 264.000 Euro und mein Rekordhoch von 288.000 Euro lassen sich doch mittlerweile schon sehen. Ja, und ich muss mein Stadion reparieren. Das zeigt nämlich auch der Zustand. Gehen wir auf Umfeld und Zustand. Ich habe ja morgen absichtlich, wenn ich nochmal auf die Friendlies gehe, ein Auswärtsspiel angesetzt. Und ich hoffe doch, dass dann der FC Gutbauer mein Heimfriendly annehmen wird. Den werde ich jetzt dann auch noch einmal persönlich anschreiben und werde ihn für Spieltag 20 wählen. Dass ich auch hier meine Heimfriendlies habe. Spiel anbieten. Spiel wurde angeboten. Und noch einmal extra die Erinnerung. Nochmal die Bitte meine Friendlies anzunehmen. Absenden war ja heute schon online. 15 Spieler war schon online, okay. Ich hoffe ja doch, dass die dann angenommen werden, sonst habe ich hier leider Gottes keine Heimfriendlies und muss notgedrungen wahrscheinlich Auswärtsfriendlies annehmen. Ja, wie gesagt, ich habe so geplant, dass ich morgen ein Auswärtsspiel habe bei meinen Friendlies, weil ja ich mein Stadion reparieren muss. Denn man sieht auch hier 80, 85, 76 und 85. Das gehört jetzt also alles repariert. Jetzt reparieren. Ein Spieltag. Und ein Spieltag wird dann alles repariert sein. Gut, dann kommen wir doch mal zum Finanziellen. Wie hat es sich hier gebessert? Mittlerweile bin ich auf fast 7 Millionen Euro, also es hat sich wiederum etwas verbessert finanziell. Ja, alle Male. Was natürlich noch am Programm steht, das ist der Fun Cup. Schauen wir schon, ob es Ergebnisse gibt. Es wird ja schon das Viertelfinale ausgetragen, noch kein einziges Spiel im Viertelfinale. Hier muss man auch sagen, alle Gruppen eigentlich bis auf Gruppe B, wenn man sich die Endtabellen ansieht, ziemlich knapp.
Denn auch Gruppe A, der erste von dritten, mit einem Punkt getrennt. Wirklich. Hier hat ein Punkt den Ausschlag gegeben. Gruppe B eigentlich, ja, die eindeutigste Gruppe. Das Einzige, was hier etwas bemerkenswert ist, dass der Titelverteidiger Ulf Zeller-Henry von der folgenden Auflage ausgeschieden ist. Ich glaube, auch einmal hat Ulf Zeller-Henry nicht die Spielstärke richtig eingestellt. Das kostete Ulf Zeller-Henry natürlich auch drei wichtige Punkte. Gruppe C. Auch hier der erste vom dritten nur mit einem Punkt getrennt. Hier entscheidet zwischen dem zweiten und dem dritten sogar die Tordifferenz. Das gleiche muss man sagen. Auch in Gruppe D, der zweite von dritten entscheidet hier die Tordifferenz. Thomasius von Schönau. Was natürlich ich hier noch anbemerken werde an diesen Tabellen ist, mir fällt natürlich ins Auge, dass der SK Grizzly in dieser Gruppenphase mit einem einzigen Gegentreffer die beste Verteidigung von allen Teams gehabt hat. Und was jetzt glaube ich sowas wie eine Premiere ist, ich zeige jetzt mal einen spannenden Spielbericht her zwischen mir und dem Bukus Negros, wie es natürlich aussieht beim spannenden Spielbericht beim Hinspiel. Natürlich sehe ich den mir mit voller Begeisterung an und mit voller Spannung. Ja, natürlich null Zuschauer, was mir jetzt da eigentlich momentan egal ist, weil es ja eh nichts bringt im Fun Cup, aber egal. So, die erste Halbzeit ist angepfiffen. Die Zuschauer werden mit einem tollen Spiel verwöhnt. Wunderbar. Wir haben gleich in der 27. Minute das erste Tor und wir sehen 1 zu 0 für den SK Grizzly. Ja, das geht doch wunderbar. Und nachdem ich hier die beste Verteidigung gehabt habe, weiß ich, dass natürlich ein Torunterschied wahrscheinlich schon sehr, sehr gut ist und wenn es nur ein Sieg ist. Aber auch die Bukus Negros, wie man sieht, haben ihre Chancen. 74. Minute und wiederum an meine Torhüter gescheitert. Und in der 77. Minute haben wir dann doch den Ausgleich bekommen. 88. Minute und noch dann. Nein, das kann es doch nicht sein. In einem Spiel zwei Tore bekommen, was ich vorher in den gesamten sechs Spielen nicht bekommen habe. Und das sieht jetzt natürlich wieder schlecht aus für den SK Grizzly. Ja, wirklich war es sehr enttäuschend. Aber von den Chancen her 3 zu 6 dann doch wiederum verdient für die Bukus Negros. Ja, irgendwie habe ich doch Pech. Ich kommentiere mal ein Spiel von mir und dann verliere ich das gleich. Schauen wir doch noch einmal zum Fun Cup. Und der SK Grizzly steht natürlich vorm Ausscheiden. Das heißt, ich muss morgen auch zwei Tore schießen. Denn ein 1 zu 0 würde ja dann die Auswärtstorregel in Kraft treten. Und man sieht die Spiele zwischen mir und dem Bukus Negros eigentlich immer spannend. Alles mit einem Torunterschied immer gewesen. Aber leider Gottes sind von vier Spielen drei Spiele für die Bukus Negros ausgegangen. Tja, wird wohl wieder nichts mit einem Fun Cup gewinnen. Aber Fun Cup, wo ich ja nächste Saison ein paar Spiele auswechseln werde, steht natürlich in Frage, ob ich nächste Saison dann an meinen eigenen Fun Cup teilnehmen werde oder nicht, oder meinen Platz vielleicht für ein anderes Team zur Verfügung stellen werde, das muss ich mir noch überlegen. Ja, was kann ich da noch sagen? Eigentlich nicht mehr viel, außer dass ich jetzt da hoffe, dass ja die Friendlies angenommen werden, dass die Einnahmen weiterhin ins Positive für mich laufen werden, dass ich dann, nachdem ich jetzt 3 Tage noch Frühschicht habe, bis am Montag keine Transfers tätigen werde, bis am Montag geht sich leider von meiner Arbeit her nicht aus. Aber okay, das war's von der 50. Folge Let's Play OFM SK Grizzly. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, in der nächsten Folge werde ich euch dann den Sieger des Bratwurstturniers präsentieren können. Er wird, so wie es ausschaut, wieder mal nicht SK Grizzly heißen. Aber was soll's? Hauptsache Spaß gemacht. Also dann, tschüss und baba, euer Grizzly.